sehen beim Sägen. Also, ich möchte den hier so runter durchsägen. Ich markiere jetzt mal ganz grob. Mitte. Und spanne ihn mir hier ein. Ne? So. Und als Siegel werde ich hier den, ich glaube, 5 ppi Säge nehmen für Ripcut, Rip, ich glaube ja, für den Längsschnitt. Und insofern werde ich mal versuchen, sondern einfach Säge sein lassen. Und was sich hier schon rausstellt, an der Seite habe ich mit meiner Säge leicht links rechts korrigieren können. Und an dieser Seite, da wo er rauskommt, da schneidet er wieder daneben. Ist jetzt die Säge falsch geschränkt oder benutze ich die Säge falsch oder was ist los hier? Ich kriege es nicht hin. Paul Seller sagt es immer, dass das so einfach wäre. Ich für meinen Teil kriege das gar nicht hin. Relativ gerade säge, also das Ding hier relativ gerade rein tue, das ist die Seite, an der ich geguckt habe, und das ist die Seite, wo er rauskam. Ist das relativ gerade? Also ich weiß nicht genau, wo mein Fehler liegt. Wieder. Also ich muss ihn relativ senkrecht reinstellen und dann nicht so oft umdrehen, und dann habe ich das irgendwie. Ich weiß noch nicht, woran das liegt, aber irgendwie kriege ich das mit dem gerade Sägen hier im Augenblick nicht so wirklich hin.
es gerade. Und diesmal ist er auch ja relativ gerade geworden. Also ich habe das gerade, ich weiß nicht wie oft gemacht, hier, keine Ahnung. Das ist jetzt der beste von allen. Ja, ein bisschen hobeln und dann sollte es klappen. Was sagt ihr dazu? Stehe ich falsch? Sehe ich falsch? Ich meine, ich stehe so, dass ich meinen Arm ganz genüsslich an dem Körper vorbeikriege. Was ist hier los? Ich krieg's nicht hin oder selten hin. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Danke fürs Zuschauen.